Hallo und herzlich willkommen. Wir sind zurück. Lead Gaming checkt hier gleich mit einem neuen Video wieder ein. Heute schauen wir uns das Spiel So Many Me an. Ein tolles Spiel aus dem Jump-and-Run-Genre. Wenn ihr euch beeilt und eine Xbox-Gold-Mitgliedschaft bereits habt, dann ist das Spiel für euch auf Xbox One bereit zum Download. Absolut kostenlos. Aber wie auch immer, los geht's mit unserem Review. Wir fangen gleich mal mit der Grafik an. Die Grafik ist süß und hübsch zusammengestellt. Ziemlich grelle und kraftvolle Farben bedecken alle Level. Und genau das ist, was du erwartest, wenn du ein solches Spiel startest. Einfach toll, wie das umgesetzt wurde. Die knuffigen kleinen Mies... spricht man das eigentlich so aus? Auch egal. Die sind einfach nur super. Absolut lieblich, wie die sich über das Spielfeld bewegen und rumhüpfen. Die Entwickler haben bei diesem Spiel auch noch gleich an verschiedene Kostüme gedacht, die du deinem Mii anziehen kannst, wenn du eines in einem Level freischaltest, was dem Spiel noch einen richtig coolen Touch verleiht. Und hier kommt die Story. Wer ein Spiel mit tiefgründiger Story sucht, eine Charaktere, die einen fesseln und auf Gefühlsduselei steht, der ist wohl am falschen Platz. So Many Me stellt zwar die Charaktere vor, allerdings sind diese mehr Nebensache, würde ich mal sagen. Was einen fesselt, ist die Aufgabe, die man zu erfüllen hat, und das Gameplay. Singleplayer und Multiplayer ist als nächstes dran. Naja, ich habe dazu eine Quizfrage für euch vorbereitet. Wie viele Multiplayer gab es im ersten Mario-Spiel, welches die Welt erblicken durfte, auf dem alten verkrüppelten Gameboy? Ganz recht, gar kein Multiplayer. Und genau so ist das mit diesem Spiel gehalten. Ein absolutes Singleplayer-Only-Spiel, welches aber richtig viel Spaß bereitet mit dem, was es tut. Im Singleplayer geht es darum, wie auch in jedem zweiten Super Mario World auf die andere Seite der Map zu gelangen, sozusagen zum Ausgang. Nun denkt ihr alle bestimmt, ja, was soll das Scheiß, ey, dann kann ich ja gleich Mario zocken, das Spiel hat ja mal null Innovation, bla bla bla. Was ihr wirklich wissen müsst, ist die Tatsache, dass ihr praktisch gar nicht ohne eure Mii-Kollegen auf die andere Seite der Map kommt. Denn der Schlüssel, um zu springen oder andere Plattformen zu erreichen, ist es, dass sich einer der Mies in einen Block verwandelt. Nun können die anderen Mies auf diesen draufklettern sozusagen und immer so weiter. So könnt ihr eigentlich bis ganz hoch auf die Map gelangen. Allerdings haben die Entwickler an, die sich jetzt denken, die da das Spiel rushen wollen, einen Strich durch die Rechnung gemacht. In So Many Me ist es nämlich überhaupt nicht möglich, einfach so über die Map zu springen. Erstens ist die Map begrenzt an den Orten, an denen der Entwickler oder die Entwickler wollten, dass ihr mal eure Gehirnzellen anstrengt. Meistens müsst ihr mit geschicktem Movement und natürlich dementsprechenden Timing-Hebel aktivieren, die richtigen Events aktivieren, um zum Beispiel eine Tür zu öffnen. Und nur so kommt ihr weiter. Was zu Beginn aussieht wie ein lockeres Durchgerusche, kann ganz schön in einem langen Denksport enden, wie ihr überhaupt das Level beendet. Nun, nicht nur das Level beenden ist euer Ziel, sondern natürlich auch so viele Punkte wie möglich zusammen. Und so viele knuffige, süße, liebliche Kostüme. Denkt an unsere Worte. So Many Me ist das Denksport Mario. Der gute alte Schwierigkeitsgrad. Naja, der hat es in gewissen Leveln überhaupt nicht und in anderen sowas von in sich. Die Schwierigkeit wird eben durch das Gesamtpaket erzeugt. Alle Dinge sammeln, bis ans Ende gelangen, nicht zu sterben, natürlich das Köpfchen anzustrengen. Auch wir haben an gewissen Stellen nicht weiter gewusst oder nicht gewusst, wie wir gewisse Dinge freischalten können und haben somit das Level frühzeitig beendet. Die Bewertung würde ich bei 9 von 10 Punkten ansiedeln. Warum das? Das Spiel bringt zwar sehr viele Neuerungen in Sachen Movement mit, ist allerdings nach einer gewissen Zeit ziemlich eintönig. Man spielt das Spiel circa eine Stunde oder vielleicht auch zwei Stunden und dann hat man das Gefühl, man kann kein einziges Level mehr schaffen. Kein einziges. Was an sich eine gute Sache wäre, wäre das noch nicht da, dass man immer wieder aufs Neue durch die Rätsel frustriert wird. Die Spannung fällt nach einer gewissen Zeit in der man lange oder zu lange nachdenken muss und schon ist das Spiel weniger fesselnd als wie noch vor einer Stunde.
Hey, schön, dass du es geschafft hast. Auf der nächsten Seite kannst du auf weitere Videos, welche wir dir empfehlen, zugreifen oder uns abonnieren, damit du nichts mehr verpasst. Ach ja, und wie immer ein Däumchen wäre ein Träumchen. Tschüdelü! Thank you.